So, hier runter. Und die zweite Straße nach links, okay. Oh, wie süß. So, ich werde mal Ich gucken, ob muss, ich hier nachtanken muss. ja, ich muss definitiv nachtanken. Ich habe gar kein Benzin. Oh, wo kriegen wir das nur her? Ja, wenn ich das nur wüsste. Noch einmal. Jetzt will sie nicht, weißt du, und jetzt? Wo ist er denn? Die muss hier vorne irgendwo sein, weil da links. Da ist er, da krabbelt sie. Wieso krabbelt die schon wieder? Ich habe keine Alma, Ahnung. hast du schon wieder mit Kaktus gekuschelt? Ja, hat sie. Hat sie. Der Kopf eben. Sah gut aus, ne? Ja, das war schön. So, dann fahren wir mal runter. Und die zweite Straße, die nach links geht, ja? Wir kriegen ja hier unterwegs Kreuzung. Die zweite Straße, die nach links geht, fahren wir einfach mal rein. Das dürfte die richtige Randstadt sein. Ich war der Meinung, Perishton war das, aber ist okay. Naja, zum Teil, aber die Ecke, wo wir da gerade waren, da war ja dieses Gedudel nicht. Ja, aber trotzdem hätte Alma ja gut kommen müssen. Ich meine, gut, sie hat's versucht. Die ist bloß überall gebackt und ihre Ja, also Friends ganz auch. ehrlich, ich wollte gerade sagen, dieses überall hing die fest und. Das war nicht so gut. Über wen bist du denn jetzt rübergefahren? War da Timmy? Irgendwas lag da. Ein Bär hat sich auch gerade wieder hingelegt. Oh. Das sah komisch aus. Als wäre es ein Ah, Stoff-Teddy da liegt er gewesen noch. und Guck gerade mal. wieder. Als wäre der Stoff-Teddy gerade erst wieder hingelegt worden, weißt du? Ja, aber schön. Schön. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Gene streamt ja. Oder The schlage Walking Dead. The Walking Dead Destiny ist das, glaube ich, ne? Also da war ich auch schon sehr gespannt drauf. Die Videos sind ja auch drin. Meine Frau hat auch schon überlegt, ob sie sich das holt und mir dann sagt, ob es gut ist. Dann hat sie sich Also, nicht getraut, weil es noch so teuer ist, ne? ich habe ein bisschen bei Jean da ein bisschen mitgekriegt, da hat er wieder viel vor sich hingeschimpft, weil das nicht so geklappt hat, wie er das wollte. Also dazu hätte Aber ich jetzt auch noch was zu sagen. Es gab ja auch diverse Rezensionen dazu. ja. Und eine davon ist hervorgestochen, die da wie folgt lautet: Eine Frechheit, 2023 noch so ein Spiel zu veröffentlichen und mehr als 10 Euro dafür zu verlangen. Die Grafik ist unterirdisch, es gibt nicht einmal Grafikeinstellungen, bis auf die Einstellung der Filmkörnung. Die Episoden, in Anführungszeichen, sind ungefähr 5 Minuten Spielzeit. Rick sieht aus wie auf Wish bestellt und die Animationen sind lächerlich. Als wäre Ja. dieses Spiel nur veröffentlicht worden, damit Gollum nicht alleine so schlecht dasteht. Wenn es mal im Angebot ist für 5 Euro, gebe ich dem Spiel vielleicht nochmal eine Chance. Ja, hat er Also ganz nicht. ehrlich, diesen Rick habe ich aber auch nicht erkannt. Nicht wirklich. Ja, also das ist, wir haben es ja gesehen. Also ich habe zugeschaut bei Schlarie. Es war also ein grafisches Highlight definitiv nicht. Nee. Muss man mal so sagen. Manche Sachen muss ich mich schon sehr wundern. Ja, wenn du schlägst und du hast deine Range, deine Reichweite, du musstest eigentlich treffen und es gab kein Feedback und er hat nicht getroffen. Ja, also so eine Sache. Und Spiele heutzutage noch so abzuliefern, ist echt ganz schön arg.
Das ist... Ja, vor allen Dingen The Walking Dead, was wirklich auch einen Namen hat, sag ich mal. Das ist ja 7 Days besser mit dem Grafik. Also ich finde, The Walking Dead braucht endlich mal was richtig Gutes, oder? Also ich hab diverse Titel gespielt. Einer davon war noch nicht mal ein Spiel, das war eher ein interaktiver Film, wo ich dann Entscheidungen treffen wollte, aber Spielzeit hatte ich da nicht wirklich. Ne, muss man mal so sagen. Ne, bei normalen Spielen hast du zwar deine Bildsequenzen, aber du hast mehr Spielzeit als Bildsequenz. Und bei dem Ding macht's halt nicht so. Hani, ich werde gleich nochmal absteigen, nochmal gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ich denke schon. Aber ich will auch mal wissen, wie weit wir noch müssen. Okay, nächste Abzweigung nach links. Müssen wir auch tatsächlich nach links. So, ich habe mich gerade echt ein bisschen erschrocken. Ja, da kam Marlon. Da habe ich mir schon gedacht. Also, die nächste Straße, die jetzt nach links führt, fahren wir dann auch nach links. Und da ist eine Siedlung. Und da ist garantiert auch die Randsiedlung. Oh ja, ist schon wieder zu hören. Fifi ist schon wieder unterwegs. Ja, der verfolgt uns gerade. Fifi on the road. Wenn er überfahren wird und gegessen, dann ist er Roadkill Food. Ja. Ach, guck mal, hier direkt an der Kante lang, ne? Links das Brandgebiet, rechts das Explosive. Ja, das ist mordsgefährlich hier. Ich muss kurz das Headset einmal absetzen. Hier ist ein Bunker. Die Erklärung. Das ist ein Bunker. Ja. So, wollen wir mal gucken? Ja. Das hat sie gerade nochmal gesagt. Ich hab's ja jetzt leider nicht hören können. Hier ist ein Brunnenbunker. Nein, davor, wo es um die Spiele ging und so. Schwemmi? Also, The Walking Dead hatte ich auch ein Spiel da. Das war mehr so ein interaktiver Film. Ja, bei normalen Spielen ist es ja so, klar, du hast deine Bildsequenzen, aber du hast mehr Spielzeit als Bildsequenzen. Und bei dem Ding, was ich da hatte, und ich weiß nicht mehr, welches das war. Also es wird langsam wirklich Zeit, dass von The Walking Dead mal wirklich ein gutes Spiel rauskommt. Ja, entweder mit guter Grafik oder wenigstens ordentliche Steuerung oder irgendwas. Ne, irgendwas muss da kommen. Ne, und wenn man The Walking Dead nimmt, dann muss man sich dessen bewusst sein, es sollte schon entweder komplett an den Comics angelehnt sein, weil der Ursprung sind eben halt die Comics, oder an der TV-Serie. Eins von beiden muss es sein. Es muss irgendwo Wiedererkennungswert da sein. Es muss gut spielbar sein. Ja, klar, Fehler können auftreten, aber die sollten eher optischer Natur sein, nicht funktioneller. Ja. Wenn da Fehler auftauchen in der Optik, ist nicht so wild, als wenn irgendwelche Schläge nicht treffen oder, ne, oder was weiß ich, beim Nachladen die Trommel draußen hängen bleibt, ne, und sowas, ne, und du aufgrund dessen nicht mehr nachladen kannst oder so. Hani, hast du jetzt eigentlich hier schon Leitern gemacht? Nee, ich musste erstmal die Pike wegmachen, weil die mich verletzt haben, sag ich mal auf gut Deutsch. Ja, okay, man hätte ja schon auf dem Weg nach unten machen können, aber ist egal. So. Also ich fange schon mal an mit einer Spitzhacke hier. Eine Stahlspitzhacke machen wir einfach neben der Tür auf. Ich habe keine Lust, auf die Tür rumzukloppen, das dauert ein bisschen länger. So, jetzt noch den da unter. Also ich glaube nicht, dass der anders aussehen wird. Ja? Also der Schnitt wird der gleiche sein. Wir haben den ja schon relativ regelmäßig gesehen. Aber wir gehen trotzdem gucken, ne? Klar. So, dann gucken wir mal. Ja, okay. Die alten Ledercouchen, die habe ich immer gerne weggemacht, damit ich an das Zeug zum Looten besser rankomme. Waren da, hatten wir schon mal so viele Bücherregale hier? Ja. In einer Reihe, zweier Höhe, alles völlig normal. So, hier waren die Kartons noch, Spinde noch. Das war alles dasselbe. So, hier nach links rum machen wir auch wieder daneben, ne? Oder? Und ob wir da, okay. Okay, geht auch. Okay.
Das ist auch gut. Sie hackt von rechts. Ich denke, ich gehe mal nach links, hau Und von ich da, dann geht sie nach dachte, links. und ich habe gedacht, du bist auch rechts. Also weiß schon. Oh, was ist das denn hier von Ding? Das ist eine Frage der Kommunikation, liebe Freunde. Ja, das ist wahrscheinlich so was wie ein Schaltkasten, ein Sicherungskasten oder so was, ne? Also das hier ist definitiv der gleiche Aufbau. Da ist wieder so eine Kiste, so eine Waffenladenkiste und Tresor und so weiter. Hier runter, klar, gleich wieder derselbe Aufbau. Auch wenn hin und wieder vielleicht mal die Stühle anders stehen oder der Müll anders liegt. Der Grundaufbau ist und bleibt immer derselbe. Hier ist auch wieder der Karton. So, wenn wir die nächste Tür aufmachen, kommen wir im Schlafbereich. Was manchmal ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass die Spinde hier manchmal zwei Höhen haben und manchmal nur eine. Und hier sind diese Betten, also Diese Lederbetten, ne? Die sind meistens eher nicht hier drin, was wir so gesehen haben. So, bis hier ist so ziemlich alles gleich. Die machen oben schon wieder was da. So, und mal wieder das Bad mit den Schränken hier rechts. Da diese Blutglasblöcke. Ja, Anni, ich weiß gar nicht, warum du da reinfährst. Ich pack da was rein. Achso. Ich hoffe, es ist keine Knete. Nö. Dir ist klar, dass da oben auch ein Stück Leiter fehlt, ja? Ja, das baue ich jetzt. Warte. Sagte sie und hatte gar kein Holz, aber das kriegen wir ja hin, nicht wahr? Hier an der Leiter klemmt, sieht das grafisch gar nicht so verkehrt aus, da an den Beinen, ne? Man erkennt die Ketten, die Strukturen hier vom Gürtel und so. Das ist seltsam. Ach, halt doch eure Klappe da oben! Ja, die machen immer so ein Radau, ne? Immer Mano! diese Bagage. Das sah gerade auch so, als wenn du in der Luft stehst. Das ist auch gut. Wo sind die denn? Wer dafür? Hier, auf der Seite, hier. Die schwimmen hier. So, dann zu schnell zurück zur Mopette. Ich weiß gar nicht, welches Wessen Moped war. Ist eigentlich egal, ne? Ich war hinter dir. Ach nö, dann habe ich ja das Richtige hier. Nö, hier sind meine Schatzkarten drin. Ey. Ich habe zwischendurch Schatzkarten Ach gefunden. so. So. Ist das hier ein Hotel tatsächlich? Oh. Ich hab gerade. Ich tappe meine Haare auf ihm. Huhu. Das war aber knapp, Leute. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. So, in diese Richtung weiter kommt tatsächlich noch so eine Gammelstadt. Was steht denn hier auf dem Straßenschild eigentlich? Ansel Adams River. So, die legen wir erstmal hin. Ich glaube, wir fahren mal weiter. Ist da was explodiert? Ja, Ja. lass uns mal weiterfahren. Erstmal über Hilde gefahren, weißt du? Ja, verdient ist verdient. Oh Gott, ist das ekelhaft hier. Oh, das Oha! knallt schon wieder rechts von mir. Irgendwie. Naja, das war hinter mir. Oder hinter uns war das mehr. Okay. Ich hab's nicht gesehen.
Ja, sei froh. Was ist das hier? So, hier wie ist eine Fabrik. Guck mal. Tatsächlich. Die sieht aber gut aus. Warte, ich überfahre mal kurz den Hund. Ja, das ist lieb. Ich hänge schon wieder am Stein. Ich würde ja gerne reingucken, aber ich habe Angst, ich explodiere dabei. Ja, nee, warte mal. Ich will mal was probieren. Oder Hund. So, warte. Meine so, Güte. Du, pass auf, du guckst mal, dass uns hier keiner, also dass mich jetzt hier keiner angreifen will. Okay. Oh, zurück. Wieso, eine Mine gesehen? Warte. Wenn das eine ist, ich weiß es nicht. Nee, das sieht auch manchmal nur so aus, ne? Nee, das ist keine, Gott sei Dank. Da war Timmy. Ja, die hatte ich beide vorher schon getroffen, die zwei Timmys. Aber coole Sache das. Also hier ist alles safe. Ach, das war die Radkappe, auf die du hier geschossen hast, ne? Ja, weil ich dachte, das wäre... Hanni, da kommt was von oben. Der ist gerade runtergefallen. Der kommt aus Richtung Auto auf dich zu. Oh, ich erwische ihn nicht mehr, glaube ich. Oder? Oh ja, das klingt auf jeden Fall richtig. Da sind wir in so einer Geschichte drin. Ich hoffe, hier drin sind keine Minen. Ja, darum gehe ich ja auch gerade ganz vorsichtig. Weil Erwin kommt dann nämlich auch so angekrabbelt. Oh, da kommt noch mehr angekrabbelt. Hier ist wieder ein Fass. Sollten wir vielleicht wegnehmen. Ich muss mal was trinken. Hier ist schon mal Stacheldraht, den wir noch weghauen können, wenn wir wollen. Warte mal. Geht gar nicht. So gut. Oha. Ich glaube, hier geht's nach draußen. Nehme ich mal an. Nee. Aber eine riesige Halle, ne? Ja, und vor allem, ich bin noch gar nicht nach rechts gegangen. Geht's da raus? Ich denke ja. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Weil ich bin hier in dieser Gegend noch gar nicht gewesen, hier in diesem Raum hier. Mhm. Ja, ich auch noch. Guck mal, hier liegt ein Bett. Oder ist das deins? Nö. Also hier ist ein Klo mitten im Weg. Also ich weiß nicht, ob man sich hier in diesem großen Raum das halt.
Irgendwo muss es hochgehen, Hani. Das sieht auch das Horn, aus. Helm, Hammer, Hans soll erschallen in der Klamm. Haha! Das stell dir mal vor, du sitzt hier in dieser Halle und scheißt da erstmal ins Klo. Okay, hier geht's auch nach draußen. Ah, herrlich. Warte mal, er sagt Battery Low. Warten Sie. Wo ist mein Cable? Nein, so geht das nicht. Das geht anders. Oh, warten Sie. Ich muss das mal schnell anstöpseln. Na los, geh doch mal rein, dein Löchle. So, warte mal. So. Alle Klärchen, da können wir jetzt mal hochgehen. Oh ja. Es geht noch eine Etage hoch, ne? Geht noch mehrere Etagen hoch, wenn du dich hier mal umguckst. Ja. Eins, zwei, drei Etagen höher mindestens. Ich habe ja gehofft, hier ist noch eine Tür oder so, aber ja, doch, da ist ein Durchgang. Ich wollte gerade sagen, Räumlichkeiten wäre schon gut. Oha. Also diese Variante habe ich aber auch noch nie irgendwo gesehen, ne? Von nee. Der Fabrik. Also immer nur ähnliche Schnitte. So, hier hinten haben wir auch noch eine Ecke. Oh, hier ist ein Tresor versteckt. Cool. Tresor, guck an. Cool. Ja, ich sag doch, Neverkill gibt es einige Sachen, die es so in den anderen gibt, ja. Generierten Maps halt nicht gibt. Was aber schade ist, muss ich dir sagen. Ja, es könnte ruhig alles drin sein, finde ich. Ja, weil dann kann man so schöne Erkundungstouren machen, ne? Mal so zwischendurch schön looten. Wart's ab, bis die neue Version für die Konsole rauskommt. Ja, ich weiß, da habe ich schon gesagt, oh, was ist das denn hier für eine Da gehst du in jedes Haus looten, da ist jedes Haus was Neues. Ja. Glaub's mir. Das ist so herrlich. Das ist echt cool. Ja, ich weiß. So, Schrotflinten jetzt auf 21, meine Güte. Durch die paar Gegner, die ich hier gemacht habe mit der Schrotflinte. Oh, hallo Erwin! Ja, hier läuft ein bisschen was rum. Ich habe eben auch was getroffen. Ach, hier geht's. Okay. Ach, guck mal, Uschel. Uschi! Die schwebende Uschi. Hier ist freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob man hier auf dem Balkon wirklich lang gehen sollte. Es kann sein, dass er abstürzt, nur weil es weggammelt. So, jetzt können wir da oben hingucken. Boah, ob man da oben rauf kann. Auf den Turm da. Oh, hier ist Stacheldraht, sehe ich gerade. Da wäre ich wohl drin gerannt. Hallo, ich habe eine Leiter gerade gefunden. Warte, ich will mal ganz kurz gucken, mal hier unten ist was los. Was ist denn da los, Party? Ja, da unten ist Hilde und ein Hund und. So, ach, der Entwurf sowieso ist fertig, wollte ich nur sagen. Okay, sehr schön. Freue ich mich schon drauf. Guck mal, Hani, hier ist eine Leiter, da kommen wir noch höher. Warte, ja, ich komme mit dir mit. Ah, oh, okay. Also der erste Entwurf, Änderungswünsche wären natürlich. Ne, aber das war jetzt erstmal so. War ein bisschen schlicht. Was ist das denn hier? Schon wieder ein Drahtseil? Okay. Was? Eine Eisenstange. Warte mal. Hani, wir müssen hier rum. Hier ist eine Leiter. Da ist eine Treppe. Und da müssen wir rum. Glaube ich. Hier rum? Ja, wir gucken mal. Guck mal, da kommen wir ja auch noch hoch. Guck mal, hier kommen wir ins Gebäude rein. Und das kriegen wir nicht kaputt. Ja doch, da brauchen wir warte mal, die Spitzhacke. Okay. Hört sich an wie Stein, ne? Nee, warte mal, wir treffen gar nicht die Dinger.
Wir treffen gar nicht die Dinger, wir treffen den. Jetzt. Du musst auf die Beine, die so ein bisschen gespreizt wegstehen auf der linken Seite jetzt. Gott. Oh Mann, ich hätte hier den Stein kaputt gemacht bald. So, guck mal, hier geht's nach oben. Das ist schon echt interessant. Da ist auch noch was auf dem Dach. Dann lass uns mal hier hochgehen, mal gucken. Alter, wie das aussieht von hier oben. Guck dir die Gegend an, ja. Das ist so widerlich, ne? Boah. Wieso geht's hier nirgendwo rein? Man kann hier hoch, aber nicht rein. Aber hier ist, ich bin mal hier rüber gesprungen. Jetzt hier ist eine Leiter nach unten wieder. Ja, aber hier sind wir doch lang gekommen. Hier sind wir doch hochgekommen. Ja, das stimmt. So, dann gehen wir doch mal rum. Andere Seite ging nämlich auch noch was. Guck mal, hier oben ist auch noch so ein Balkon. Und da kommen wir hier irgendwie hoch, denke ich. Oder noch höher. Ach, guck mal. Hier ist der Schornstein. Wo wir wieder sind, ne? Da geht's noch höher. Also wenn du dir das jetzt anguckst, Schatzi, dann würde ich dir raten, dass dein Headset zu muten, ne? Ich kann jetzt nicht. Wir sind hier gerade unser Rot. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass du es machen sollst, sondern falls du dir das jetzt anmachen solltest, ich kenne dich, ach deswegen so, habe ich dir die Empfehlung gerade gesagt. Nee, das mache ich nicht. Okay, hier ist oben schon wieder ein Benzinfass. Also es sieht sehr interessant aus. Ja, muss ich auch sagen. Ich höre das elende Knurren da unten wieder, das nervt mich schon wieder. Ja, das ist... ja, die geben auch nicht auf und es wird immer lauter, je länger die da sind. So, und dann gucken wir mal, geht's hier irgendwo runter oder hoch? Ne, hier muss man wieder aufmachen, aber da geht's eben auf den Balkon. Allerdings könnte auch wieder eine Leiter sein, ne? Ja, ist auch. Okay. Na, dann wollen wir doch mal gucken, was... Oha, da geht er noch höher. Ach du Schande. Aua, hier ist Pika. Ah, ich bin hier ist ein Pika. Ich werde so sterben. Nein, wirst du gar nicht. Komm jetzt. Nein, beim Runterklettern. Ach so. Ich werde so sterben beim Runterklettern. Warum bewege ich mich nicht? Ich weiß nicht. Kannst du dich jetzt bewegen? Ich kann. Was ist denn das? Als wäre da Stachel dran, ne? Ich kann mich normal bewegen. Guck mal, hier ist eine Kiste, die kannst du aufschlagen. Warte. Wrecking Stiff Kiste, ja, okay. Boah, das wird immer elendiger. Wird immer elendiger, ne? Wenn du da runter guckst, immer grüner Giftgasnebel hier. Boah, wie cool wäre das jetzt? Runterrutschen, abspringen, weißt du, und dann ja, mit, das mit können Speed, wir leider nicht. Mit Speed von Dach zu Dach, wie bei Dying Light 2, ne? Ja, aber was, das wäre hervorragend. Aber was eine coole Nummer, ey. Das muss man mal so sagen. Und ich glaube, da war auch eine Leiter bei diesem roten Schornstein hier drüben, ne? Ja. Ich glaube, da eine gesehen zu haben. Das würde mich ja interessieren, ob man da... Ja, warte mal, Marcel, ich... Erstmal müssen wir vorsichtig runterkommen, irgendwie, ne? Ich weiß nicht. Ja, warte mal. Oh, Schande. Ah! Hani ist gleich gesprungen. Ah! Ich weiß nicht, warum. Ich hab mir nur was gebrochen. Okay, ich hänge an der Leiter. Wo Hani ist, weiß ich gerade nicht. Ja, ich bin gefallen, an die Leiter wieder ran. Dann bin ich wieder gefallen. Ach so. Und jetzt okay. Bin ich noch eine Etage tiefer gefallen und jetzt muss ich mir erstmal ganz kurz... Du bist weiter unten, okay. Eine Schiene muss ich mir mal ganz kurz... Genau, zieh dir mal eine aus dem Inventar. Eine? Ich musste alle nehmen. Ja, alles geschieht. Und dann humpelst du nur noch, weil nichts anderes mehr geht. Kannst du dir den Bildschirm teilen, wenn es geht? Ja, ich glaube, hier kriegen wir das hin, Vinny. Sehr gut. Das Objekt ist wirklich sehr interessant. Das hatte ich schon mal auf dem Schirm. Habe ein Bildchen davon machen können, aber es war etwas verschwommen. Marcel, hier unten, du hast recht, da ist eine Leiter. Ich will nur mal gucken, ob da unten Minen sind.
Ich habe einen Hund gefunden. Ey, Fivi, nicht weglaufen. Der hat die ganze Zeit geknurrt. Der hat versucht, hier hochzukommen. Der Fivi-Guss.